Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich vor der Entscheidung von Sebastian Kurz ganz, ganz großen Respekt habe. Und wir haben trotz aller Unterschiede, die wir haben, gemeinsam sehr viel weitergebracht. Sicherlich, die gemeinsame Zeit war geprägt von der Bekämpfung der Pandemie. Trotzdem haben wir in langen Gesprächen gerungen und Entscheidungen getroffen, die weit über die Pandemiebekämpfung hinausgehen und einige Reformen so durchgesetzt. Zuletzt etwa die ökologisch-soziale Steuerreform mit dem historischen Einstieg in Österreich in die CO2-Bepreisung. Die Wirtschaftshilfen, die vielen, vielen Klimaschutzmilliarden und die Modernisierung der Wirtschaft und die soziale Absicherung für viele in dieser Krise und in dieser schwierigen Zeit eben. Und deshalb nochmals, ich möchte meinen Respekt zum Ausdruck bringen vor der Entscheidung von Sebastian Kurz und ich wünsche ihm und seiner jungen Familie alles, alles Gute. Na, erstens mal sind die Entscheidungen, die die ÖVP trifft, genau ihre. Und ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich mit Karl Nehammer eine gute Arbeitsbasis habe, eine gute Gesprächsbasis und ihn schon seit den Regierungsverhandlungen weg persönlich sehr schätzen gelernt habe. Aber wie gesagt, das sind alles Entscheidungen der ÖVP. Das grüne Regierungsteam wird mit Sicherheit das gleiche bleiben. Es ist ein hervorragendes Team und möchte auch zum Ausdruck bringen, dass man wieder mal sieht, dass die Grünen hier für Stabilität mit anderen zusammen in dem Land sorgen. Ich sagte schon, ich habe eine hervorragende Zusammenarbeitsbasis mit Karl Nehammer und das ist die Antwort dazu. Ich werde jetzt zurückfahren ins Ministerium und genau diese Gespräche aufnehmen und bitte schon auch um Entschuldigung. Ich verabschiede mich jetzt, ich breche jetzt auf, um in der Regierung weiterzuarbeiten. Was Verantwortung für Österreich, so heißt auch unser Regierungsprogramm. Das ist auch mit dem Bundespräsidenten so vereinbart, dass wir jetzt weiterarbeiten. Und vielen Dank. Dankeschön.